Wir beginnen diesen Kinderkirchengottesdienst im Namen des Vaters, der die ganze Welt geschaffen hat, im Namen des Sohnes, der uns befreit hat und im Namen des Heiligen Geistes, der uns miteinander verbindet. Singt gerne mit beim nächsten Lied. Wir klatschen mit den Händen. Die Familie Reichenthaler hat es für uns gesungen. Wir klatschen. Liebe Kinder, ich begrüße euch hier aus der Christuskirche. Gleich am Anfang der Corona-Zeit habe ich manche Bilder geschickt bekommen. Und wo ich spazieren gegangen bin, habe ich die auch gesehen. Und zwar waren das Regenbögen in den Fenstern. Ich habe auch bemalte Steine gesehen. Und ich glaube, es ging in Italien damit los. Und in Deutschland ging es dann weiter. Das ist zum Beispiel ein Regenbogen von der Eva. Und auf manchen Regenbogen steht auch was drauf. Alles wird gut. Und hier, Gott, der hält seine Versprechen. Und das ist auch das Thema von unserer heutigen Kinderkirche. Denn in der Bibel, da kommt der Regenbogen auch vor. Und die Geschichte drumherum, die möchte ich euch auch erzählen. Aber ihr hört sie vorher schon im nächsten Lied, als Noah in die Arche ging. Und das könnt ihr euch wieder von der Familie Reichenthaler anhören, vielleicht sogar mitsingen. Und als er große Regen kam,
liebe Eltern. Gestern habe ich einen Regenbogen gesehen. Da habe ich auch gleich mein Auto angehalten und ein Foto gemacht, weil das begeistert mich. Da hat die Sonne geschienen und es hat noch ein bisschen geregnet. Und es war ein ganz großer, leuchtend bunter Regenbogen am Himmel gestanden. Und der war so weit, der Bogen, dass ich den gar nicht auf das Bild drauf bekommen habe. Außerdem, wie ich gerade gesagt habe, in vielen Fensterscheiben hängen bunte Regenbögen, die Kinder gemalt haben. Und da ist auch ganz gut, einfach zu malen, runde, bunte Bögen in verschiedenen Farben. Und ich glaube, jetzt in den Zeiten von Corona, wo wir so viel mehr drinnen sein müssen, da brauchen wir was Schönes, da brauchen wir was Buntes. Und da hat sich das, glaube ich, auch ausgebreitet, eben dieses Hoffnungszeichen sich anzuschauen. Und in der Bibel gibt es eine ganz spannende Geschichte und die mögen viele Kinder ganz gerne, weil auch so viele Tiere dabei mit vorkommen. Und das ist die Geschichte von der Arche und weil die der Noah gebaut hat, heißt sie oft Arche Noah. Auf der Erde gab es eine schlimme Zeit, da sind viele schlechte Sachen passiert und Gott hat sich so richtig darüber geärgert. Und dann hat er es regnen lassen, so berichtet es die Bibel, 40 Tage und 40 Nächte. Zum Glück hat er aber dem Noah rechtzeitig vorher Bescheid gesagt und hat gesagt, Noah, bau mal einen Kasten, ein Boot, was schwimmt aus Tannenholz und es soll groß sein. Es soll nämlich von jedem Tier, sollen zwei mit auf die Arche gehen und du sollst natürlich auch deine ganze Familie mitnehmen. Und dann hat es ja auch Futter für die Tiere gebraucht. Ja, und mit dem vielen Regen habe ich ja gesagt, wie lange stieg das Wasser immer höher und höher und irgendwann ist das Boot geschwommen. Ja, aber bis das Wasser auch wieder abgelaufen war, hat es eine Zeit gedauert. Und die waren da auf dem Boot und obwohl es am Anfang so groß war, ist es vielleicht so ähnlich, wie es uns jetzt geht, wo wir so wenig machen. Die haben sich, glaube ich, ganz schön eingesperrt gefühlt. Die Tiere, wo ihr euch ja vorstellen könnt, die brauchen oft ganz schön viel Auslauf. Aber auch die Menschen. Aber zum Glück hat es irgendwann aufgehört zu regnen und auch zum Glück hat es irgendwann, ist es so weit gekommen, dass das Wasser wieder weggelaufen ist und die Arche dann eben auf dem Trocknen stand. Und bis sie dann schließlich da rausgekommen haben, haben sie nochmal sehr geduldig sein müssen. Aber wo sie dann raus konnten, alle Tiere und auch die Menschen, da stand eben ein großer, wunderbarer, herrlicher, bunter Regenbogen über ihnen. Die letzten Wolken waren da, die Sonne. Und da hat Gott zu Noah gesprochen. Ich schließe einen Bund mit dir, Noah. Und der Regenbogen soll unser gemeinsames Zeichen dafür sein. Ich werde keine Flut mehr schicken und das Leben in dem Sinne so zunichte machen. Ich mache einen Bund, solange die Erde steht, soll nicht aufhören, Saat und Ernte, Frost und Hitze, Sommer und Winter und Tag und Nacht. Und das ist mein Versprechen, dass es diese Ordnung gibt und dass das gilt. Und immer wenn du einen Regenbogen siehst, dann kannst du dich an den Bund erinnern, Noah. Und das ist in der Bibel aufgeschrieben und gilt auch für uns. Immer wenn wir einen Regenbogen sehen, können wir daran denken, dass Gott seine Versprechen hält. Er will Gutes für mich und für dich und für die Menschen auf dieser Welt und für die Tiere. Und der Bund, das ist wie ein Bündnis, wie eine ganz feste Freundschaft zwischen Gott und uns Menschen. Und das kann uns Mut machen, auch jetzt Mut machen während der Corona-Krankheit, dass Gott auch in dieser Zeit für uns da ist. Und später hat das nochmal bestätigt Gott, indem er nämlich Jesus auf die Welt geschickt hat und wir haben es ja auch erst vor kurzem zu Ostern gefeiert und es ist ein neuer Bund, ein neues Angebot der Freundschaft von Gott an uns. Und so können wir uns immer wieder mal an die Versprechen Gottes erinnern und nach ihnen Ausschau halten, sei es die Regenbogen, die es draußen am Himmel tatsächlich gibt oder sei es auch die, die ihr vielleicht malt und in euer Fenster hängt. Falls es bei euch noch nicht der Fall sein sollte, könnt ihr es gerne machen. Oder ihr könnt so einen Regenbogen malen und hier, wenn ihr mal spazieren geht, mitbringen in die Kirche. Und hinten im Eingangsbereich ist eine Magnettafel. Da dürft ihr eure gemalten Regenbogen bringen und aufhängen.
Weil wisst ihr, es kommen immer wieder Leute in die Kirche hinein und die brauchen vielleicht auch Hoffnung und ein Zeichen. Und da wäre es ja schön, wenn sie so eins vorfinden und vielleicht sich auch an die Geschichte von Gott, dem Gott erinnern, der seine Versprechen hält. Schenke uns, dass wir das immer wieder neu in deiner Welt sehen können. Stehe allen bei, die alleine daheim sind oder krank geworden sind. Gemeinsam beten wir, Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern, und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Der Herr segne euch und behüte euch. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über euch und sei euch gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht über euch und schenke euch seinen Frieden. Amen.